Selbstverteidigung gegen Würgen, meine lieben Freunde. So, was ganz viele Leute falsch machen am Anfang, ja? Erstmal, ganz klar hier, sollte man ja immer, chill doch mal, Bruder, soll man die Schultern und das Kinn nach unten nehmen. Ja, also diese Geschichte hier, damit man den ein bisschen weniger Platz macht, etc. Die Sache ist, theoretisch ist das Ganze ganz gut, aber praktisch funktioniert das meistens gar nicht, beziehungsweise man muss schon viel vorher rauskommen. Also ich kann nicht das da machen und dann irgendwas. Nein, andere Sache, ja, wirk mal, Bruder, wirk mal. Hier, diese Geschichte hier. Komm, halt mal, komm, ich versuch. Vergesst es, Freunde, vergesst es mit Finger, auch hier, hier, auch hier. Komm, wirk mal. Vergesst es. So eine Geschichte hier mit, ja, hier, bla, bla. Wisst ihr, wann es funktioniert? Wenn ihr im Training seid und einer hält euch hier wie so ein Kartoffelsack, ja, und dann könnt ihr das machen. In der Realität, wenn euch einer wirklich würgen will, da habt ihr 5, 6 Sekunden maximal, da seid ihr K.O., da seht ihr nur noch schwarz, wird nicht funktionieren. Genau die gleiche Geschichte hier, wenn du mal wieder würgst. Funktioniert nicht. Und wie man sieht, er wird auch gerade dagegen kämpfen. Ich meine, warum soll er einfach nur wie so ein Lauch da vorne stehen, wie so eine Statue? Nein, er wird seinen Arm irgendwie ein bisschen anpassen, dass ich gar nichts mehr machen kann. Deswegen funktioniert auch nicht. Genau so eine Geschichte, die auch sehr, sehr viele falsch machen. Und ihr versteht mich nicht falsch. So eine Sache hier, ja, müsst ihr einfach technisch anders machen. Das werden wir aber euch noch zeigen. So, genau wie so eine Geschichte hier. So eine Geschichte, ja. Von unten nach oben einfach schlagen. Funktioniert nicht. Der Winkel muss anders sein. Das muss auch wieder ganz anders aussehen. Ihr müsst realistisch trainieren. Und wenn ihr realistisch trainieren wollt, dann braucht ihr erstmal einen, der das da macht. Wirk, ja? Genau. Weil alles andere, ja? Weil wenn ihr hier wirklich wie so ein Kartoffelsack machen, da könnt ihr alles mit dem machen. Und der Trainingspartner macht dann mit. Und ihr denkt dann, wow, super, ich bin jetzt wirklich safe für die Straße. Und da kommt irgendeiner wirklich und will euch mal killen. Und ja, das wird dann nicht funktionieren wahrscheinlich, ne? Nein. Also von daher, Freunde, trainiert realistisch und die Techniken, die wirklich funktionieren, die kommen im nächsten Video. Also wisst Bescheid, passt auf euch auf. Ciao, ciao.